Pferderennen Meierfeld, einmal mehr hervorragend organisiert. Das Panorama, das man dazugeht, hat auch bei wolkenverhängtem Tag noch seine Reiz. Und dass es diese Rennen überhaupt noch gibt, das ist in den 80er Jahren dem damaligen Präsidenten Rico Zindel zu verdanken. Weil vorher sind die Rennen mal ausgefallen. Sein Engagement aber erzündet bis zum heutigen Tag. Verantwortlich zeichnet der Rennverein. Da kann man übrigens für 100 Franken Mitglied oder für 200 Franken Supporter werden. Beitrag im Jahr, wohlverstanden. Nach 3 Rennen in der Mittagspause mit dem jetzigen Präsidenten, mit dem Rudi Niederer geredet. Rudi Niederer, gell? Also wenn man so rumläuft, da der Boden ist tief, aber die Bahn selber ist wirklich sehr gut, gell? Jawohl, das ist richtig. Hast du richtig gesehen, die Bahn ist in einem hervorragenden Zustand. Es hätte vielleicht nicht so viel sollen regnen, aber ich meine, jetzt ist es perfekt. Absolut perfekt. Aber gell, als Versicherungsagent ehemals nicht zum Pensionsalter hat man Nerven, aber es hat sicher Nerven gebraucht. In der Nacht bist du sicher ein paar Mal aufgestanden, he? Das war so. Auch diese Nacht ist es, so, hat es stattgefunden. Vor 2 Jahren hatten wir genau das gleiche Problem. Da hat es in der Nacht noch mal so viel geregnet. Diesmal sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Und jetzt muss ich sagen, die Leute sind da. Es ist einfach Hammer. Hammer ist natürlich auch die vielen Helferinnen und Helfer, die immer wieder dabei sind. Auch die Zuschauer, die immer wieder können, Wetter hin oder her. Also, Meierfeld ist wirklich ein Hit, gell? Ja, Meierfeld ist eben Meierfeld. Der Hindernissport ist einfach im Vordergrund und das lieben die Leute. Wir haben ein treues Publikum und so können wir funktionieren. 4'500 Leute sind dort gewesen, trotz dem Wetter und ein Heer von Helferinnen und Helfern. So kannst du mal spürt man förmlich auf dem Rosried. Jetzt der Umbau zum 9. Rennen. Zum grossen Preis von der Stadt Meierfeld. Ein ganz spezielles Crossrennen für 4-Jährige und Ältere. 5'400 Meter lang. Eine Dotation, ein Preisgeld also von 25'000 Franken. Da lohnt sich natürlich dann auch wetten. Auch wetten kann man zu Meierfeld. Ja. Und das Crossrennen, das ist einzigartig in der Schweiz. Von der Länge und von der Preisdotation her. Und darum steigen wir beim 9. Rennen beim grossen Preis von der Stadt Meierfeld. In wenigen Augenblicken geht's hier los. Die Pferde stellen sich am Band auf. Und das ist der Start zum großen Preis von Meierfeld. Der großen Preis der Stadt Meierfeld mit Borderland, der wie letztes Jahr die Spitze übernimmt gegen das erste von 34 Hindernissen, die Mauerhecke. Mit Borderland vor Member of, dann folgt Papageno mit Bumar, der nicht ganz am Schluss geht dieses Mal, dann folgt Sweet Red Wine und am Schluss ist es Gacko Dolivat in einer Kolonne gegen das zweite Hindernis, den Jeninser. Mit Borderland in nicht allzu schnellem Tempo, vernünftig für 5400 Meter. Das zweite von 34 Hindernissen, der Jeninser, Borderland, Member of, dann Papageno, dann folgt Bumar mit Sweet Red Wine und am Schluss lauert Jürg Langmeier mit Gacko Dolivat. Gegen das Talus Breton, den Erdwall und dann den Pappelsprung. Vorne ist Borderland. Der zeigt dem Feld den Weg, dann Member of, eine kleine Lücke bis zu Papageno, dann Sweet Red Wine, dann folgt Borderland und am Schluss Gacko Dolivat. Es geht runter zum grünen Sprung, der Restaurant Grünwaldsprung. Früher war das die Juramauer, wie gesagt, heute Morgen schon wurde entschärft, heißt jetzt Restaurant Grünwaldsprung. Vorne ist Borderland mit Member of, der sehr gut springt, ebenfalls stark gesprungen. Sweet Red Wine an der Seite von Papageno, dann Bumar und am Schluss noch im Schlafmodus ist es Gacko Dolivat in schöner Haltung mit dem Kopf nach unten. Das Feld kommt vor die Tribüne, zum ersten Mal an der Tribüne vorbei und der Tribünensprung mit Borderland. Und da begrüßen wir das Feld. Borderland vor Member of, dann Papageno an dritter Stelle. In Gelb ist es die Nummer 2, Sweet Red Wine mit der Nummer 6, Bomar und am Schluss Gacko Dolivat. Alle gut gesprungen, als nächstes wieder die Mauerhecke und dann die Wendung nach links mit Borderland, Member of, Papageno, Sweet Red Wine, dann Bumar und Gacko Dolivat. So kommt das Feld über die Hürde, dann hoch zum Holzbrunnen mit Borderland, der 13-Jährige, zeigt den Weg. Dann Member of, Papageno, Sweet Red Wine, Bumar und Gacko Dolivat.
hoch zum Holzbrunnen und dann der Sprung des Zweckverbandes Falknis, der Koppelrick mit Borderland, Memberoff an dritter Position, Papageno unverändert. Vierter ist dann Sweet Red Wine, dann Bumar und Gacko Dolivat immer noch am Schluss des Feldes. Jetzt einer der schwierigsten Sprünge im Parcours. Die Landung ist tiefer als der Absprung mit Borderland, Memberoff, Sweet Red Wine mit einem Riesensprung. Vierter ist Papageno, dann folgt Bumar und am Schluss Gacko Dolivat. Dann über die Jagdhürde und gleich die Wendung nach rechts von uns aus gesehen, über den Holzsprung und vor die Tribüne. Mit Borderland, dann Memberoff, Papageno schiebt sich an zweite Position, dann Sweet Red Wine, Bumar und Gacko Dolivat am Schluss des Feldes. Über den Keppelival zum ersten von dreimal, dann gleich die Wendung nach rechts von der Tribüne aus gesehen, nach links. Memberoff lässt jetzt Borderland wieder nach vorne, dann kommt Papageno an dritter Stelle, Sweet Red Wine ist vierter, Bumar ist zur Stelle und Jürg Langmeier schaut sich das Ganze immer noch von letzter Position aus an mit Gacko Dolivat. Gegen den Holzsprung und dann der Maueraufsprung mit Borderland vor Memberoff, dann Papageno, Sweet Red Wine, Bumar und Gacko Dolivat. Der Maueraufsprung dann hoch gegen den Pappelsprung und Talus Breton. Unverändert Borderland, der in vernünftigem Tempo den Weg zeigt. Papageno mit, zusammen mit Memberoff an zweiter Position. Dann folgt Sweet Red Wine mit Bumar und Gacko Dolivat. Alle springen sauber. Pappelsprung, dann Talus Breton, der Erdwall und wieder über die Hürde. Und dann der Keppeliwall von der schwierigeren Seite. Unverändert Borderland. Mit Papageno jetzt an zweiter Position. Memberoff ist dritter, Sweet Red Wine vierter, Bumar fünfter und Gacko Dolivat ist sechster. Es ist buchstäblich absolut noch alles, alles möglich. Jetzt die Wendung für die Reiter nach rechts über den Keppeliwall. Bumar an fünfter Stelle, hinter ihm nur noch Gacko Dolivat. Aber da hat Jürg Langmeier noch einiges in der Hand. So scheint es jedenfalls. Es geht über die Jagdhürde und dann wieder der Restaurant Grünwaldsprung. Die Wendung nach rechts zum Mauertiefsprung. Jetzt einige Wendungen und da kommt es darauf an, dass man die richtig erwischt. Um nicht zu viel Boden zu verschenken, vorne ist unverändert Borderland, Memberoff, Papageno, Sweet Red Wine, Bumar und am Schluss Gacko Dolivat. Der Grünwaldsprung und die Wendung von uns aus gesehen nach links, der Mauer, Tiefsprung. Wer erwischt den am besten? Machen alle gut, die Wendung nach links, unverändert an der Spitze Borderland, wieder über den Holzsprung und dann die Wendung nach links, wieder vor die Tribüne und der Keppeliwall zum letzten Mal. Vorne ist Memberoff wieder innen an zweiter Stelle auf dem kürzesten Weg. Ganz innen aber Papageno, Borderland, Memberoff, Papageno, Sweet Red Wine in Gelb, dann mit dem Schachbrettmuster Bumar und am Schluss Gacko Dolivat. Über den Keppeliwall zum letzten Mal. Was macht Jürg Langmeier an letzter Stelle? Wo versucht er anzugreifen, wenn er überhaupt kann? Vorne ist Sweet Red Wine jetzt außen auf dem vielleicht etwas besseren Weg. Sweet Red Wine, Memberoff in der Mitte, Borderland rechts und Sturz von Sweet Red Wine. Sweet Red Wine ist gestürzt. Reiter bleibt liegen, Pferd würde weiter galoppieren. Hoffen wir, dass Reiter nichts getan hat. Und jetzt versucht Jürg Langmeier innen durch. Haben Sie es gesehen? Von letzter Position geht er jetzt an zweite Stelle. Das ist schon ein Teufelskerl. Aber vorne ist Memberoff. Memberoff hat die Spitze. Gacko Dolivat an zweiter Position. Und einen guten Endspurt hat in aller Regel Bumar. Borderland scheint geschlagen. Papageno ist an vierter Position noch mit dabei. Vorne aber ist Memberoff, Memberoff, Gacko Dolivat, Borderland ist geschlagen an fünfter Position. Dafür ist Gacko Dolivat mit einem Riesensprung jetzt alleine an zweiter Position. Und Papageno ist vierter. Vorne macht Memberoff jetzt richtig Dampf. Memberoff vor Gacko Dolivat über den Englischen. Mit einem etwas einen Kamikaze-Satz ist Bumar an zweite Stelle gesprungen. Vorne ist Memberoff, aber Bumar ist zur Stelle. Gacko Dolivat ist noch nicht geschlagen, auf Papageno nicht. Vier Pferde gegen
den zweitletzten Sprung, den Jeninser. Und da verliert Gakko und Olivat Boden. Vorne ist Memberov, Pomar ist zur Stelle. Dann folgt auch Papageno. Aber vorne ist Memberov und Pomar. Papageno versucht's. Außen ist, ganz rechts außen ist es Pomar. Mit Memberov und innen kommt Papageno. Memberov, Papageno wird schnell. Außen ist Bordel, ist der Pomar. Pomar oder Papageno? Pomar, Papageno, Papageno innen, Pomar außen. Papageno! Papageno mit Raphael Link gewinnt vor Pomar. Dann folgt die Nummer 4 Memberov. Dann Gakko und Olivat und dann Borderland. Aber was für ein Ritt, was für ein richtig, richtig toller Ritt von Raffi Link mit Papageno. Eine richtig tolle Leistung. Ein Sahnehäubchen, Chapeau Raffi Link. Der Reiter Jan Odlozil ist zum Glück hier zu Fuß, scheint ihm nicht so schlecht zu gehen. Passt auch auf dort beim Ausgang, denn der weiß genau, wo der Ausgang ist. Nicht, dass jetzt noch etwas passiert. Wir haben einen schönen, unfallfreien Renntag gesehen, abgesehen vom Sturz jetzt im letzten Rennen, der glimpflich ausgegangen ist. Jetzt möchten wir den einfach noch einfangen dort. Wunderbar, lässt sich einfangen. Danke vielmals. Und Herren, wir haben einmal mehr in diesem Rennen ganz grossen Sport gesehen. Ein Riesenfinale mit 3 Pferden auf einer Linie. Und durchgesetzt hat sich der Totto-Favorit unter dem Raffi Link, Papageno! Der Papageno wird trainiert von Philipp Scherer, sein zweiter Tageserfolg. Besitzer sind Stall Schlossberg, das ist die Familie von Balmos. Die Siegerehrung wird durchgeführt durch den Stadtpräsident von Meierfeld, Heinz Türler, zusammen mit dem John Bruin und natürlich unserem Präsident vom Rennverein Meierfeld Bad Ragaz, Rudi Niederer, deren Damen Lia und Andrina und Heidi und Peter vom Heididorf. Ja, so gesehen, Freude herrscht, kann man sagen, an dem 6. Oktober. Am 13. gibt es dann eben den nächsten Sonntag wieder Pferderennen in Meierfeld. Natürlich hat es nebst dem grossen Preis von der Stadt Meierfeld noch einen Haufen andere Rennen gegeben. Das zum Beispiel der grosse Preis von Arosa, Horse Club Arosa. Horse Club Arosa hat ja viel Vermögen, aber leider immer zu hohe Temperaturen gehabt, um zu Arosa überhaupt noch Rennen können durchzuführen. Ja. Und bei dem Rennen sehen wir jetzt auch, was man da muss schaffen muss. Die Hürden müssen während dem Rennen weggeräumt werden. Es braucht also wirklich unglaublich viel Helferinnen, Helfer, wirklich ein riesiges Engagement. Ja, wir zeigen die Rennen dann im zweiten Beitrag. In Kürze natürlich insgesamt 9 Rennen. Pony-Rennen, die hat man verschoben, zum Paar noch ein bisschen zu schonen. Man kann den Fuss gehen am nächsten, dann am 13. Oktober, also an dem Sonntag, wird es sicher dann auch Pony-Rennen geben, weil es ist wirklich schönes Wetter angesagt. Und was wären die Pony-Rennen ohne den Rudi Niederer, ohne all die Helferinnen und Helfer? Und einer, der sicher immer im Zentrum steht, vor allem für uns Medien, das ist Conny Ammann, der uns bestens betreut. Und ich habe mit der Conny kurz vor dem zweitletzten Rennen geritt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf bis jetzt und die Stimmung auf dem Rennplatz ist sensationell. Ein bisschen weniger Leute, aber da hätten wir annehmen können. Aber trotzdem, natürlich, ihr habt es gewagt, oder? Und das ist immerhin auch etwas, oder? Die Sicherheit geht natürlich immer vor. Sicherheit für Pferd und Reiter. Und diese Sicherheit haben wir können mit den heutigen Bedingungen gewährleisten. Du stehst schon relaxed da, aber wir wissen, den Haufen Helferinnen und Helfer machen das erst möglich. Also es ist jedes Mal auch ein riesiger Effort auch für einen Verein, oder? Es ist ein riesiger Effort für die Helferinnen und Helfer, die wir hier auf dem Platz haben. Und ein grosses, grosses Dankeschön an alle, die hier auf dem Platz sind, jetzt, heute und die auch im Vorfeld geholfen haben. Ohne die geht es überhaupt nicht. Es ist ein bisschen morastig, gell? Rundum, aber ich glaube, die Reiterinnen und Reiter sind bis jetzt zufrieden. Die Bahn war wirklich sehr gut. Die Bahn, Bodenbeschaffenheit ist sehr gut, trotz dem unbeständigen und regnerischen Wetter. Aber dadurch, dass es vorher trocken war, relativ trocken, und die Phasen im Vorfeld des Rennens, die sind auch nicht allzu nass gewesen. Darum sind wir eigentlich mit der Bodenbeschaffenheit mehr als happy, und die Rennleitung hat ja die Rennbahn auch
sehr gut benotet. Der 13. wird ein Glückstag sein, wenn wir das Wetter anschauen. Gell? Wirklich super Wetter, auch am Wochenende und eben auch die Zeit bevor. Also die Rennbahn dürfte dann noch mal ein Zacken besser sein. Für uns ist jeder Renntag ein Glückstag, der unfallfrei vor allem verläuft. Und wir freuen uns natürlich auf den zweiten Rennsonntag, der bestimmt sensationell auch wird.